wettertechnisch steht der Herbst vor der Tür, aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch richtig Lust auf eine neue Folge hier bei Martins Kinoblog. Und damit willkommen an alle Zuhörer zu der dieswöchigen Folge, die unter einem etwas anderen Motto diesmal steht. Und zwar werde ich heute mal oder möchte ich heute das Thema aktuelle Lage ein bisschen aufgreifen, weil nämlich jetzt der Bericht der FFA rauskam. Dazu dann aber später mehr. Wie immer möchte ich natürlich diesen Podcast beginnen mit den aktuellen Filmen der letzten Woche. Und da war ich jetzt auch wieder für euch zahlreich im Kino. Und werde euch jetzt zu jedem Film, den ich gesehen habe, kurz ein, zwei Worte nennen, beziehungsweise eine kleine Kritik dazu euch an die Hand geben, damit ihr vielleicht den ein oder anderen Film noch gucken möchtet oder vielleicht den ein oder anderen Film eher, sag ich mal, davon absehen möchtet. Wobei natürlich, will ich jetzt keinem das Kino ausreden, sondern einfach nur meine Eindrücke wiedergeben. War ja auch so ein Thema der letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Diesen, sag ich mal, kleinen, großen Streit zwischen Robert Hofmann und den Machern von Sky Sharks, der praktisch recht große Wellen geschlagen hat. Vor allem also jetzt im Bereich der Kinofilmbranche, also da ging es dann ja schon verbal zur Sache, sage ich jetzt mal. Dazu werde ich aber heute nicht drauf eingehen. Aber wie gesagt, weil es jetzt gerade eben dieses Thema war die letzten Tage, möchte ich nochmal ganz explizit betonen, was ich zu diesen Filmen immer sage, ist immer meine persönliche Meinung. Ich versuche natürlich immer, soweit es geht, neutral zu bleiben, gewisse Sachen einfach von einer neutralen Seite zu sehen. Aber im letzten Endes ist doch jede Kritik immer irgendwas Persönliches. Und ja, aber ich denke mal, ihr wisst es alle, dass immer das meine Meinung ist. Und genau, dann wollen wir mal loslegen. Die Zeit rennt ja, es ist heute Sneak-Tag, also diesmal mache ich es nicht Sonntag, sondern Montag, weil ich gestern noch im Kino war. Und es geht jetzt heute um die Filme von letzter Woche, also vom Starttag 19.8. Da habe ich für euch gesehen Escape Room 2, die Fortsetzung des, ich meine, glaube ich, 2019 erschienenen Escape Room. Der mich ja damals richtig begeistern konnte, war zwar nichts Neues, aber erfrischend inszeniert. Und jetzt natürlich die logische Fortsetzung, weil der erste Teil ja für ein Mini-Budget eher richtig Kohle gemacht hat an den Kinokassen. Und diesmal anders als im ersten Teil haben wir Figuren, die alle schon mal in einem Escape Room waren, die den Escape Room gewonnen haben und die jetzt praktisch zusammen in so eine Art Kampf der Champions oder Kampf der Sieger antreten müssen. Diesmal in etwas, also wieder in Escape Rooms, die aber diesmal größer sind, die, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen brutaler auch wirken, die aber trotzdem, und das muss ich leider dem Film auch angreifen, mir persönlich zu einfach gehalten waren. Also vor allem auch die Lösungen, das war mir einfach zu simpel, das war mir auch irgendwie zu schnell durchgepeitscht. Also man ist im Prinzip von einem Raum zum nächsten gehetzt, ohne dass man sich jetzt in irgendeiner Weise auf diesen Raum einlassen kann, dass man jetzt auf die Details achten kann. Und das Mitraten war auch faktisch nicht vorhanden, weil die Hauptfigur, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, also die am ersten Teil ja schon überlebt hat, weil die im Prinzip alle Rätsel plötzlich oder auf die Schnelle lösen kann. Und man versucht so mit der Kamera immer so, sich auf ein oder zwei Gegenstände zu fixieren, wo man sich dann denkt, okay, der Gegenstand hat bestimmt mit was zu tun mit der Lösung. Aber bevor das man dann als Zuschauer selber das Rätsel rausfindet, hat die das schon gelöst und man ist schon im nächsten Raum. Und ja, wie gesagt, mir war das einfach zu hektisch. Ich hatte nie so diese richtige Escape Room Stimmung, also dieses Bedrückende, dieses unter Druck stehen. Und ich fand also diese Harmonie innerhalb dieser Gruppe jetzt nicht so, dass man sagen kann,
dass die jetzt irgendwie zusammenarbeiten oder dass die jetzt so dieses Gemeinschaftsgefühl versprühen, sodass ich am Ende eher enttäuscht war von dem Film. Also es war jetzt kein richtig schlechter Film, aber es war jetzt auch kein richtig guter Film. Also im Vergleich zu Teil 1 auf jeden Fall der schwächere Film. Dann habe ich gesehen, aber es ist schon länger her, weil es in der Sneak war, Superintelligence, der neue Film mit Melissa McCarthy. Und ich weiß nicht, was ich zu ihr noch sagen soll. Sie war mal lustig, sie hatte einige tolle Rollen, aber mittlerweile finde ich das teilweise einfach nur noch peinlich, was sie da abliefert. Und so dieses Bewusste oder dieses auf Teufel komm raus lustig sein, das wirkt halt einfach irgendwie nicht mehr. Also es war halt mein Gefühl. Und auch die Geschichte in diesem Film total sinnfrei, total unlogisch, also für mich persönlich unlogisch. Das Militär ist natürlich wieder mit involviert und und wird auch so dargestellt, als wenn es lauter Dödels oder lauter Haubentaucher. Also vom US-amerikanischen Militär habe ich eigentlich schon eine andere Vorstellung, wie es da abgeht. Und natürlich will natürlich das Militär die Welt retten, so wie es halt immer ist in solchen Filmen. Und am Ende schafft es dann, sag ich mal, diese Hauptdarstellerin von der Melissa McCarthy gespielt, die dann diese Welt auf wundersame Weise rettet. Und es, in dem Film geht es ja um diese, um so eine Superintelligenz, also auch KI genannt oder künstliche Intelligenz, die da erschaffen worden ist und die jetzt praktisch versucht, von den Menschen zu lernen, um dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also allein das ist schon total irrsinnig. Und auch dann der Twist, dass dann diese KI plötzlich total menschenfreundlich ist und nur noch den Menschen helfen will. Also total unglaubwürdig. Auch diese angedeutete Liebesromanze in dem Film. Alles andere als romantisch, alles andere als irgendwie emotional. Also für mich eine der Enttäuschungen des Monats August. Und mehr kann ich zu dem Film gar nicht mehr sagen, weil war wirklich nichts. Dann habe ich geguckt, es war sogar letzte Woche in der Sneak Preview, Beflügelt, ein Vogel namens Penguin Bloom. Ist ja eine, sage ich jetzt mal, Tragikomödie, Schrägstrich Drama, der in Australien recht erfolgreich im Kino lief. Der Film kommt auch aus Australien mit einer Naomi Watts in der Hauptrolle und einen Andrew Lincoln. Also Andrew Lincoln kennt man ja aus The Walking Dead. Und Naomi Watts kennt man ja auch aus diversen Produktionen. Ein Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, eines Fotografen, der die Geschichte seiner Frau, Schrägstrich, dieser Penguin Bloom ist ja eine Amsel, Drossel, Elster, ich weiß es gar nicht genau, was das für ein Vogel war, der praktisch dafür gesorgt hat, dass eine im Rollstuhl sitzende Frau neuen Lebensmut schöpft und aus ihrer Depression rauskommt. Und das bringt der Film recht gut rüber. Also es ist auch in gewisser Weise eine Art Biografie dieser Familie. Also die Namen sind, so viel ich jetzt nachgelesen habe, auch eins zu eins übernommen worden. Also die Figuren im Film heißen im Endeffekt genauso wie die Menschen, also die echten Menschen. Und ja, da muss ich schon sagen, der Film hatte wirklich sehr viele tolle Momente. Der hat auch diese einzelnen Facetten dieses Lebens richtig schön beleuchtet. Also diesen Teil, wo die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur, die Sam, wie sie da richtig am Boden ist, wie sie deprimiert ist, wie sie nicht mal die Vorhänge aufzieht, wie sie selbst bei so Kleinigkeiten in ein tiefes Loch fällt, wenn jetzt nur ihre Kinder einfach vom Strand reden. Hat sehr gut auf mich gewirkt. Also ich fand es schon richtig toll inszeniert, so dieses richtig Down-Sein. Und auf der anderen Seite aber auch die Momente, wo sie richtig Freude verstrahlt oder versprüht, wo sie lachen kann. Und also wirklich ein Film, klar ist es jetzt, er arbeitet mit genre-typischen Stilmitteln, aber wenn ihr mal was fürs Herz sehen wollt, oder von den aktuellen Sachen was fürs Herz oder einfach mal so ein bisschen auch mal was Schönes erleben wollt oder einfach dieses Gefühl habt, wie das Leben gefeiert wird, wie der Lebensmut gefeiert wird, da dann unbedingt mal reingucken.
Dann war ich in Parfüm des Lebens. Das ist eine französische Komödie mit ein bisschen Drama mit drinnen, wo es um eine Frau mittleren Alters geht, die war früher sehr bekannt in der Parfümbranche, hat dann ihren Geruchssinn verloren und jetzt ist sie praktisch in so jetzt mal so schlecht bezahlten Jobs, wo sie unter anderem dafür sorgt, bei einer Handtaschenfirma zum Beispiel, die einen Duft braucht, um dieses schlecht gegerbte Leder besser vermarkten zu können. Also praktisch, dass wenn der Kunde die Tasche auspackt, dass ihm dann nicht dieser Geruch des Leders in die Nase kommt, sondern einfach ein angenehmer Geruch, ein Geruch, der einfach, ja, wie soll man sagen, der einfach Lust auf die Handtasche macht. Oder sie muss auch in der Fabrik wird sie engagiert, wo praktisch Abgase rauskommen und die Anwohner sich beschweren. Und wenn die Firma jetzt nichts findet und die diesen Abgasen beigemischt wird, um einen besseren Geruch zu haben, muss diese Fabrik schließen. Da ist sie, muss sie dann was machen. Also nicht mehr das, was sie eigentlich mal gelernt hat. Und dann gibt es noch einen Chauffeur, der ist geschieden, kämpft um Sorgerecht seiner Tochter und sie engagiert ihn. Merkt oder sie ist auch vom Charakter her recht ja, kalt, menschenscheu, weiß nicht, wie Konversationen gehen. Und er ist halt jemand, der einfach aufgeschlossener ist. Und beide diese Gegensätze kommen zusammen, beide finden sich sympathisch, kommen, also ich sage jetzt mal, kommen sich näher, also nicht im Sinne von verliebt sein. Wobei das der Film mir mal wieder ein bisschen andeutet, dass da vielleicht auch was mehr entstehen könnte als eine geschäftliche Beziehung. Und ja, er blüht einfach dadurch mehr noch auf, dadurch, dass er mit ihr zusammenhängt. Sie blüht auf, weil sie mit ihm zusammenhängt. Und beide entdecken im Prinzip das Talent von ihm, dass auch er eventuell eine gute Nase hat. Also wirklich ein sehr amüsanter, unterhaltsamer, lockerer Film aus Frankreich, der, das muss ich auch immer wieder sagen, im Gegensatz zu deutschen Filmen, einfach so dieses dramatisch jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellt und es irgendwie jetzt komplett überdramatisiert, sondern der es einfach so nebenbei mitlaufen lässt, immer mal punktuell wieder ein bisschen mit reinbaut, aber nie irgendwie so eine schlechte Stimmung versprüht oder verbreitet. Und das fand ich auch in diesem Film richtig gut, der, weil er einfach, wie gesagt, dieses Lockere oder dieses Lockere hat. Dann war ich noch in einem Film, der jetzt praktisch der letzte Woche schon lief, oder zwei Filme, die eigentlich letzte Woche schon angelaufen sind. Das war einmal Die Welt wird eine andere sein. Es ist ein Drama, also ein deutsch-französisches Drama, das sich an einer wahren Geschichte orientiert, ohne dabei aber jetzt biografisch zu sein. Also die Figuren in diesem Film sind alle fiktiv, aber wie gesagt, man orientiert sich also im Drehbuch an dieser wahren Geschichte. Und da geht es um eine junge Frau, die ist eine Türkin, die lernt Ende der 90er Jahre einen Jordanier, glaube ich, war das, kennen. Und verlieben sich, heiraten heimlich. Ihre Eltern sind gegen die Beziehung. Er verändert sich dann auch mit der Zeit. Er ist zwar recht selbstbewusst, mutig und hat ein starkes Charisma, aber sie oder beziehungsweise aber er hat halt sozusagen den Charakter, wo er praktisch Geheimnisse hat, wo er sich auch mal zurückzieht, wo er dann auch mittendrin für ein halbes Jahr weg ist. Und dieser Film ist praktisch aufgeteilt in 5 Kapitel, die immer ein ganzes Jahr darstellen. Also diese zwei sind praktisch 5 Jahre, also am Ende des Films sind beide 5 Jahre zusammen. Und wie gesagt, das ist uns in Episoden, wie man praktisch sieht, wie er sich praktisch verändert, wie sie praktisch versucht, da alles so ein bisschen runterzuspielen, auch zu seiner Familie nicht oder nicht 100% ehrlich ist, zu ihrer Mutter nicht ehrlich ist. Und nebenbei will sie aber noch ihr Studium beenden, was sie dann auch tut, um dann auch arbeiten zu können. Und wie gesagt, da begleitet man diese beiden und am Ende stellt sich praktisch raus. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich sage nur das Thema 11. September 2001. Ich glaube, jeder kann sich denken, worum es dann geht.
Und es ist auf jeden Fall auch ein Drama, das punktuell wirklich sehr eindringlich ist, das mir aber persönlich an der einen oder anderen Stelle etwas zu oberflächlich daherkommt, wo ich mir noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht hätte, wo ich mir noch ein bisschen mehr Detailreichtum gewünscht hätte, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr in diesen Part reingeht, wie sich der Mann da so radikalisiert hat. Wie gesagt, das blendet der Film größtenteils aus und beschäftigt sich jetzt überwiegend mit dieser jungen Frau. Wie gesagt, das hätte man noch vielleicht ein bisschen besser ausarbeiten können, aber trotzdem als deutsch-französischer Genrefilm auf jeden Fall einen Blick wert. Dann war ich noch in Falling, das Regiedebüt vom Viggo Mortensen, den kennt man aus Herr der Ringe, da hat er Aragorn gespielt, also eine der großen Titelfiguren. Und es ist ein Film, ist auch ein Drama, geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung, also ein älterer Mann, also der Vater, leidet an Demenz, der hat auch, ja, ich glaube, eine Magenkrankheit oder eine Verdauungskrankheit oder Darmkrankheit. Und sein Sohn holt ihn jetzt aus dem hohen Norden, also der lebt in Nordamerika, holt er ihn zurück oder nach Kalifornien, um da praktisch die Behandlung durchzuführen, um auch um in diesem wärmeren Klima halt einfach seinen mürrischen Vater auch ein bisschen aufzuheitern. Und dabei kommen ihm halt immer wieder die Erinnerungen aus seiner Kindheit, die nicht so schön war, weil der Vater und die Mutter haben sich früh getrennt, dann hatte der Vater eine neue Frau. Und man sieht immer wieder in Rückblicken auch das schwierige Verhältnis der beiden, die aber immer wieder auch noch schöne Momente hatten. Und jetzt in der heutigen oder in der aktuellen oder in dieser Jetztzeit kommt es halt auch immer wieder zu Streit, weil der Vater natürlich aufgrund auch seiner Demenz immer wieder von seiner Frau spricht oder von seiner zweiten Frau, obwohl die beide schon gestorben sind und dann auf den Sohn wütend ist. Und es ist auch so ein bisschen so ein Kammerspiel. Der Sohn ist dann auch noch homosexuell, hat einen Partner, hat ein Patenkind, wo praktisch der ältere Vater das Patenkind sehr vergöttert, aber seinen Sohn immer wieder als Schwuchtel bezeichnet und als Mensch zweiter Klasse behandelt. Also ein Film, der so in diese Richtung geht, den ich ein bisschen zu lang fand und der auch. Wie jetzt die Welt muss eine andere oder wird eine andere sein, da hat mir auch so ein bisschen auch noch die Tiefe gefehlt. Also da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht und noch ein bisschen mehr Momente, wo praktisch so diese schwierige Beziehung noch ein bisschen mehr herausgestellt wird. Aber trotzdem als Regiedebüt durchaus gelungen, kann man sagen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr mögt den Viggo Mortensen, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal einen klitzekleinen Blick riskieren. Und weil das Beste natürlich immer zum Schluss kommt, habe ich mir jetzt den Film des Monats, sage ich jetzt mal, und bisher auch meinen Film des Jahres zum Ende aufgehoben, und zwar jetzt Promising Young Woman, der jetzt endlich im Kino gestartet ist, hat ja den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewonnen. Und ja, ich habe es in meine Kritik ja schon reingeschrieben. Wie gesagt, für mich der Film des Jahres. Und es geht um eine junge Frau, die arbeitet in so einem Coffeeshop, hat damals ihr Studium abgebrochen und sie geht praktisch jedes Wochenende ins Clubs und macht da einen Absturz betrunken, um praktisch von Männern angesprochen zu werden, die sie dann praktisch nach Hause begleiten und die ihr praktisch immer wieder sagen, ob alles in Ordnung ist. Und im Endeffekt halt einfach anzudeuten, dass sie halt leichte Beute ist. Und das zieht sie halt jedes Wochenende ab, und wenn es praktisch bei dem Mann zu Hause ist und er will praktisch gerade jetzt mal loslegen bei ihr, um es jetzt mal nett zu umschreiben, dann praktisch lüftet sie das Geheimnis, dass sie praktisch gar nicht betrunken ist und rächt sich praktisch an diesen Männern. Und dann lernt sie aber in ihrem Coffeeshop einen jungen Mann kennen, mit dem sie damals auf der Uni war.
und verliebt sich in den. Beide haben praktisch dann auch eine Art Beziehung und er bringt dann einen Namen ins Spiel, wo praktisch bei ihr ein Schalter fällt, wo sie sich wieder an etwas erinnert aus der Vergangenheit. Und also ich möchte jetzt auch von der Story gar nicht so viel verraten. Drum, ich weiß, es ist immer schwierig, das noch zusammenzufassen, aber ja, wie gesagt, er nennt diesen Namen und sie schmiedet jetzt dann einen Plan, wie sie es diesem Mann heimzahlen kann, der praktisch für ein Erlebnis verantwortlich ist. Das, was praktisch für diese junge Frau ist, die Casey, jetzt ist mir auch der Name wieder eingefallen, wird von der Carrie Mulligan gespielt. Und der praktisch das Leben dieser Casey auf Dauer verändert hat. Also dieses Ereignis ist 7 Jahre her. Und jetzt praktisch sieht sie die Gelegenheit, ihre Rache vollends auszuleben. Was kann ich zu dem Film groß sagen? Also das ist für mich einfach nur ein perfekter Film von vorne bis hinten. Ich habe ihn jetzt 2-mal gesehen im Kino. Einmal in der Sneak Preview und jetzt am Wochenende das 2. Mal. Und klar, man muss schon sagen, beim 2. Mal, wenn man den jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit sieht, man weiß natürlich, was kommt. So diese Spannungsmomente oder diese wirklich genialen Twists wirken natürlich jetzt beim 2. Mal, wenn man jetzt nur 2-3 Wochen dazwischen hat, jetzt natürlich nicht mehr ganz so extrem wie beim 1. Mal. Ist vielleicht, wenn jetzt nur ein halbes, dreiviertel Jahr dazwischen ist, vielleicht wieder anders, aber dieser Film ist ja voll mit Twists, voll mit überraschenden Wendungen, mit wirklich abgefahrenen, krassen Momenten, wo man sich denkt, what the fuck, was geht jetzt hier ab? Und vor allem auch, wie diese Casey ihre Beweggründe hat, ihre Vorgehensweise, wie sie das dann ihr Verhalten auch aufgrund dieser neuen Beziehung dann ein bisschen ändert. Also es ist wirklich toll gespielt. Also die Carrie Mulligan macht es einfach nur perfekt und ich finde es einfach nur so extrem schade, dass sie nicht mal bei den Oscars nominiert war für die beste Hauptrolle. Also sowas zu spielen, das verlangt schon nicht bloß Talent, sondern auch wirklich Überzeugungskraft. Und ich muss schon sagen, ich hatte immer, also auch seit beim 2. Mal das Gefühl, dass die Carrie mit dieser Casey praktisch eine Person ist. Und ja, und was soll ich noch sagen? Musiktechnisch einfach nur tolle Songs dabei. Zum Beispiel, da ist eine sehr spezielle Version von Britney Spears Toxic dabei, die aber erst recht am Ende kommt, aber darauf definitiv achten, wenn ihr den Film guckt. Die ist, also ich hatte teilweise selbst beim 2. Mal Gänsehaut bei diesem Track, weil er einfach so perfekt zu der Szene passt, weil er auch vom Sounddesign her sich einfach nur perfekt da rein versetzt und auch das Finale dann hinten raus. Einfach eines der besten Finals aller Zeiten. Also wie man da noch diesen Ding hinbekommt, man meint eigentlich, ach scheiße, jetzt ist das, was der Film eigentlich kritisieren möchte, ist wieder eingetreten und dann haut aber nochmal so einen geilen Ding raus zum Schluss und allein der letzte Moment, das glaube ich gar nicht verraten, das ist ein Zwinker-Smiley, allein dieser Moment mit diesem Song im Hintergrund, das ist jetzt nicht dieser Britney Spears Song, sondern ist ein anderer Song, aber allein so diese Kombi, das haut einen einfach um. Also beim 2. Mal sah ich bei dem Finale im Kino, hatte einfach nur dieses Wow-Gefühl und diese innerliche Zufriedenheit, weil praktisch dieses Rache-Dings da von der Casey jetzt zum Schluss nochmal vollends reingedrückt wird und weil jetzt praktisch zum Schluss auch ihre Rache endlich so weit Erfolg hat, dass die oder die eine Schuldige auch dafür belangt werden kann. Und also ich möchte jetzt auch gar nicht noch weiter darauf eingehen. Ich habe ja da eine Kritik schon dazu gemacht und guckt euch den Film auf jeden Fall an. Es ist eine Kombination aus Satire, viel schwarzen Humor. Es ist ein bisschen es ist Drama mit drin. Es ist Komödie. Es ist ein Thriller. Es ist
bis auf, sag jetzt mal, Horror, also Horror ist jetzt eigentlich nicht drin, aber bis auf ein Horror ist eigentlich jedes Genre ein bisschen mit drin. Also ihr habt da ein bisschen Romanze mit drin, ihr habt, wie gesagt, es ist fast alles vertreten und es ist eine Genre-Mischung oder eine Genre-Kombi, die einfach das Prädikat Meisterwerk verdient. Und vielleicht werde ich zu dem Film noch eine eigene Kritik machen, in den nächsten Tagen, so als Zwischenfolge. Aber wie gesagt, schreibt euch den ganz groß auf den Zettel, unbedingt reingehen und angucken. Also die Leute, also die in meinem Sneak Preview mit mir waren, die waren hellauf begeistert. Und jetzt am Wochenende die 10 oder 12 Menschen in der Nachtvorstellung, es war eine 23 Uhr Vorstellung, die waren auch alle durch die Bank, was man gesehen hat nach dem Kino, trotz Maske waren die richtig glücklich. Man hat es auch schon während des Films mitbekommen, wie sie sich ein bisschen unterhalten haben, was mich eigentlich in dem Film stört, aber ich habe einfach darauf geachtet, wie die jetzt die einzelnen Situationen oder Szenen bewerten. Also wie gesagt, ich kannte das ja schon und die waren auch davon wirklich begeistert, wie das alles so zusammenpasst, diese einzelnen Puzzleteile und natürlich wie auch die Carey Mulligan diese Figur, diese Kirsty gespielt hat. Und drum, wie gesagt, für mich aktuell der Film des Jahres und der wird auch definitiv in meinen Top 10 landen am Ende. Und ich habe mir auch schon auf Blu-ray bestellt, der glaube ich kommt im Dezember raus, weil den muss ich unbedingt fürs Heimkino haben. Genau, dann wäre ich jetzt mit den Filmen der letzten Woche durch. Also es war einiges dabei. Wie immer natürlich die Neustarts am Ende des Podcasts. Also was ich jetzt diese Woche nicht gesehen habe, war Snake Eyes. Da habe ich aufgrund des Trailers schon keinen Bock drauf gehabt. Der Film hat ja auch, was ich jetzt so gelesen habe, am Startwochenende nur um die 10.000 Besucher ins Kino gelockt. Also total gefloppt. Was ich noch nicht gesehen habe, war Unter den Sternen von Paris. Habe ich leider zeitlich nicht unterbringen können. Was ich auch nicht geschafft habe, aber weil er einfach bei uns nicht lief, war der Queen Beast, hätte ich noch gerne geguckt. Und dachte, doch, das Böse gibt es nicht. Der läuft aber bei uns ab nächster Woche dann. Also werde ich dann jetzt in den nächsten Tagen dann gucken. Werde ich dann sicherlich auch im nächsten Podcast dann kurz mit anschneiden. Genau, wie gesagt, das war jetzt die kurze Rückblick. Wobei kurz ist relativ, es sind schon fast 30 Minuten, aber es war einiges zum Gucken und genau. Da möchte ich jetzt nur kurz auf das heutige Thema noch eingehen oder mit dem eigentlichen Thema heute beginnen. Und zwar kam er jetzt heute, also am Montag, 23.08., die Halbjahresbilanz der FFA raus. Also wer es nicht weiß, die FFA ist die Filmförderanstalt. Das ist so eine, sag ich mal, Organisation, die zweimal im Jahr eine Statistik oder Statistiken veröffentlicht. Da geht es um die Anzahl der Kinotickets, also die verkauft wurden. Da geht es darum, wie viele Kinos haben aktuell oder sind aktuell im Betrieb, sage ich jetzt mal, wie viele Leinwände haben die insgesamt. Ist dann auch noch also vor allem in der Jahresbilanz dann noch aufgeschlüsselt, wie hoch ist der 3D-Anteil, wie hoch ist der Anteil Komödien, da ist aufgeschlüsselt von den Verleihen her, wie viele Filme haben die gehabt, wie viel Prozent macht es aus. Also solche Sachen stehen halt in dieser Bilanz mit drinnen und die ist dann auch teilweise immer aufgegliedert, auch in Quartale, also Quartal ist ja immer so ein Vierteljahr. Und wie gesagt, dieses Mal natürlich im Zuge der Pandemie, was wir immer noch haben, oder fallen halt diese Zahlen oder fällt dieser Bericht, dieser Halbjahresbericht verhältnismäßig kurz aus. Also normalerweise sind es immer mehrere PDF-Seiten und diesmal, glaube ich, sind es nur drei Seiten, wobei aber einige Statistiken gar nicht jetzt aufgeführt werden. Die werden dann sicherlich in der Jahresbilanz erst kommen. Und damit, wie gesagt, sind wir beim heutigen Thema. Also es geht jetzt heute ums Kino in der Pandemie. Wie gesagt, einerseits wegen dieser Halbjahresbilanz und zum anderen auch wegen Gerüchten aus Amerika, wo es jetzt darum geht,
weil in Amerika ja die Zahlen ja auch jetzt wieder massiv steigen und es möglicherweise sein kann, dass es wieder zu größeren Verschiebungen bei den Filmstarts kommt. Und da ist im Moment, ja wie gesagt, dieses Gerücht geht jetzt um, dass gewisse Filme eventuell, nachdem ein gewisser anderer Film gestartet ist, die Rede ist von diesem neuen Marvel-Film, von dem Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Das ist ja der nächste ganz große Blockbuster, der ins Kino kommt. Und der ist ja jetzt, demnächst läuft er ja in Amerika an. Und da, wie gesagt, geht das Gerücht um, dass die anderen Verleiher, also wie jetzt Warner, wie Paramount, wie Sony, wie das jetzt, die jetzt abwarten, wie dieser Film noch läuft, um dann, wenn die merken, okay, der Film bleibt unter den Erwartungen, dass die dann eventuell ihre Starts, also da geht es um Filme wie Dune, wie teilweise wird sogar spekuliert James Bond, dass da nochmal was kommt, eine Verschiebung, oder halt allgemein ihre großen Produktionen, dass die nochmal verschoben werden, wenn die merken, dass in Amerika im Kino aktuell einfach nichts geht. Und ist natürlich eine Frage, das betrifft dann natürlich auch uns Deutsch in Deutschland hier, weil wenn natürlich jetzt große Filme in Amerika nicht laufen, dann ist halt immer die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Deutschland laufen, faktisch bei null. Und darum kann es halt auch passieren, dass wir jetzt dann, wenn jetzt dieser Shang-Chi in Amerika floppt, dass es dann passieren kann, dass wir Sachen jetzt, wie gesagt, wie Dune oder wie jetzt unter Umständen auch James Bond, dass wir solche Filme dann erst viel, viel später sehen. Da reden wir dann eventuell von 2022 erst. Und dass den Kinos jetzt dann so, sag jetzt mal, ab Herbst oder ab September, Oktober eine Phase droht, wo praktisch diese großen Zugpferde oder Zugmaschinen an Filmen ausbleiben, wo wir dann wieder in ein Ding kommen, wie es auch schon letztes Jahr war, wo dann nur noch kleinere oder ich sag's mal mit in Anführungszeichen Low-Budget-Filme laufen, die halt einfach nicht dieses Marketing haben, die jetzt auch nicht diese bekannten Darsteller haben, die vielleicht auch gar nicht diese bekannten Franchises haben, wo vielleicht der Kunde deswegen reingeht. Also wie gesagt, es droht wieder ein Herbst-Winter mit Film oder mit einem Filmangebot, das jetzt für den, sag ich mal, Otto-Normal-Kinobesucher nicht das Wahre vom Ei ist. Also für Cineasten wieder sicherlich toll, dass da wieder Sachen vielleicht auch breiter laufen, die normal klein laufen. Aber das ist halt immer das Problem, dass halt der Anteil derjenigen, die wirklich wegen der Kunst, sag ich mal, ins Kino gehen oder die jetzt halt auf, sag ich mal, diese Arthouse-Independent-Sachen stehen, dass halt der Anteil eher klein ist und der größere Anteil halt diejenigen sind, die auf Blockbusters abfahren, also die dieses große Spektakel wollen und die natürlich dann wegbleiben oder größtenteils wegbleiben, wenn es halt das im Kino nicht zu sehen gibt. Dann ist natürlich die Frage, ob halt diese Filme dann einfach nur verschoben werden oder zu Streaming abwandern. Wenn die natürlich zu Streaming abwandern, haben halt wieder das Problem, dass die Leute dann gar nicht ins Kino gehen, sondern sich das zu Hause angucken. Und wenn es halt verschoben wird, bleiben zwar die Leute auch zu Hause, aber ich sage immer so, diejenigen, die den Film wirklich gucken wollen, die warten halt dann. Und vielleicht geht der ein oder andere dann auch mal in einen Film, wo jetzt vielleicht sich nicht so interessiert oder wo er sich vielleicht sagt, okay, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber weil ich habe jetzt Bock auf Kino, ich bin jetzt auf den Zug, dann gucke ich mir einfach den Film an. Ich sage, es ist eine Situation aktuell, wo man wirklich gespannt drauf gucken muss, wie es jetzt in Amerika läuft, weil, wie gesagt, wir halt davon abhängig sind, wie die Sachen halt in Übersee ankommen und wenn da natürlich jetzt die Verleiher sagen, okay, wir sehen hier aktuell kein Potenzial, dann, wie gesagt, schaut es auch bei uns zappendüster aus. Und ich kann halt an dieser Stelle auch immer nur appellieren, wenn jetzt mal wirklich auch wenig, sag ich mal, Blockbuster kommt, dann geht doch wirklich auch mal in so einen kleineren Film oder in einen Film, wo ihr vielleicht nur einmal den Trailer gesehen habt oder wo ihr vielleicht jetzt noch nicht so viel davon gehört habt. Selbst diese Filme haben
immer mal wieder tolle Momente zu bieten. Die haben immer mal wieder auch tolle Geschichten zu erzählen. Und es muss halt nicht immer dieses große Spektakel sein. Also klar, es muss es auch nicht durchgehend dieses wirklich, sag jetzt mal, ja, dieses Drama, was halt einen auch ein bisschen runterzieht, sondern es gibt ja auch so kleinere Komödien. Es gibt auch kleinere Kinderfilme, Animationsfilme, die jetzt nicht unbedingt von Pixar sind oder von DreamWorks. Also es gibt da schon zu jedem großen Film gibt es auch immer eine Alternative aus dem Arthouse- oder Independent-Bereich. Und wie gesagt, wenn es wirklich so kommen sollte, gebt, wie gesagt, auch mal den kleineren Filmen eine Chance. Guckt einfach da mal rein. Und aber wie gesagt, es bleibt halt die Hoffnung, dass der Shang-Chi jetzt in Amerika, obwohl er natürlich auch gleichzeitig wie alles jetzt bei Disney auf Disney Plus rauskommt für eine Gebühr, dass trotzdem genügend Leute den auf der Leinwand sehen wollen, dass, wie gesagt, die anderen Verleiher diesen nicht jetzt, wie gesagt, überhaupt drüber nachdenken müssen, was sie mit ihren größeren Produktionen machen. Es ist natürlich auch klar, dass aktuell aufgrund der Beschränkungen halt nicht diese Einspielergebnisse, also sprich Zuschauer und Einnahmen, halt nicht machbar sind, wie es halt noch vor Corona war. Das liegt, wie gesagt, liegt einerseits an den Beschränkungen, dass halt die Kinos nur so und so viele Leute reinlassen dürfen. Und es liegt natürlich auch daran, dass die Verleiher ja auch parallel auf Streaming viel machen, dass sie sich so halt auch Einnahmen holen. Aber es ist halt im Moment immer noch schwierig, hier das alles auch ein bisschen planen zu können. Also ich kann es verstehen, dass die Planungssicherheit brauchen, dass die auch so diese Bestätigung brauchen. Unsere Filme, da haben die Leute Bock drauf. Da war ja zum Beispiel letztes Jahr war ja dieser Tenet von Christopher Nolan, war ja so damals dieser erste wirklich große Film, wo man versucht hat oder wo man geschaut hat, was oder wie kann ein Blockbuster aktuell performen. Und klar, im Endeffekt war jetzt Tenet kein Film, der jetzt riesen Gewinne gemacht hat. Also ich glaube, dass der am Ende so ziemlich 0 auf 0 rauskommt, im besten Falle. Aber es war auch eine andere Situation. Da war halt, Corona war jetzt ein halbes Jahr alt. Da wusste noch keiner, was kommt jetzt. Jetzt sind wir schon fast, also sind wir gut 1,5 Jahre in dieser Pandemie. Und die Kinos waren jetzt auch lang genug zu, also man merkt schon, die Leute sind ausgehungert, was das betrifft. Und aber es ist halt trotzdem so, dass viele ein bisschen Angst haben noch. Und was jetzt noch hinzukommt, dass vor allem in Bayern, wir haben ja jetzt diese neue Regelung, dass ab einer Inzidenz von 35 Kino nur mit der 3G-Regel möglich ist, also geimpft, genesen oder getestet. Und da ist halt leider jetzt auch meine Befürchtung, dass jetzt die Zahl oder die Kinobesucherzahlen nicht mehr das Niveau halten, was wir eigentlich jetzt uns eigentlich eingependelt haben. Also seit Wiedereröffnung haben die Kinos verhältnismäßig gute Besucherzahlen geschrieben. War jetzt natürlich auch dem Wetter geschuldet. Wir hatten jetzt bis auf letztes Wochenende eigentlich immer an den Wochenenden Kinowetter, also es war eigentlich nie zu heiß, es war auch nie zu stürmisch, sondern es war halt oftmals regnerisch, es war ein bisschen kühler als gedacht. Und klar, es war auch geschuldet, dass halt jetzt die ganzen Filme rauskamen, die großen, dass eigentlich jede Woche ein oder zwei große Filme gestartet sind, wo die Leute halt reingegangen sind. Und wie gesagt, jetzt mit dieser 3G-Regel, die, ich glaube, das in einigen anderen Bundesländern auch schon gültig ist. Wie gesagt, da wird es sicherlich jetzt sein, dass der ein oder andere, der jetzt nicht geimpft ist oder nicht genesen ist, dass der dann einfach sagt, okay, dann verzichte ich auf Kino, ich habe keinen Bock, mich jetzt mal testen zu lassen. Und also ich habe jetzt auch keinen genauen Überblick oder keine genauen Zahlen, wie hoch jetzt der Anteil der nicht geimpften oder nicht genesenen pro Kinovorstellung ist. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen.
Aber ich denke mal schon, dass wir da sicherlich bei 50% sind. Vielleicht auch bloß bei 30%. Aber definitiv wird so sein, dass, wie gesagt, in den nächsten Wochen sicherlich die Zuschauerzahlen vielleicht rückläufig sind oder je nachdem, wie das Wetter auch ist, ein bisschen stärker rückläufig daherkommen. Und genau, damit komme ich jetzt wieder auf die FFA zurück. Ich habe jetzt natürlich wieder ein bisschen ausschweifen müssen. Aber das ist natürlich jetzt wieder so ein Thema, wo es wieder viel zu sagen gibt, wo man auch viel persönliche Hoffnung, persönliche Meinung rein interpretieren kann und wo man natürlich auch vom Hundertste ins Tausende kommen könnte, wenn, oder wie, tut, weil man halt einfach dieses ganze Drumherum noch mit betrachten sollte. Aber wie gesagt, jetzt zurück zu den FFA-Zahlen. Also, das kann ich jetzt eigentlich recht schnell durchjagen. Also im ersten Halbjahr diesen Jahres hatten die Kinos 770.000 Besucher. Also das erste Halbjahr ist praktisch jetzt von 1.1. bis 30.6. Warum ist jetzt die Zahl so gering? Ist natürlich klar, es war Lockdown. Also die ersten Kinos haben ja erst zu so Anfang Juni oder so haben die ersten wieder geöffnet. Es gab zwar auch Autokino, das wird halt auch mit reingerechnet. Aber ich denke mal, jeder, der schon im Autokino war, der weiß ja, dass so ein Autokino ja meistens nur am Tag eine, maximal zwei Vorstellungen hat. Und dass du natürlich da mit diesen zwei Vorstellungen plus eigentlich keine neuen Ware oder keine neuen Filmen jetzt auch nicht pro Film in der Woche 100.000 Besucher machen kannst. Also daher, wie gesagt, kommt dieser relativ geringe Wert und allein, glaube ich, am ersten Wochenende, glaube ich, nach dem Lockdown, also am 1. Juli-Wochenende, glaube ich, waren allein an diesem Wochenende, glaube ich, mehr Leute im Kino als an diesem ersten Halbjahr. Um jetzt wieder zu den Zahlen zurückzukommen, im ersten Halbjahr 2020, wo praktisch die Pandemie ja erst so richtig begonnen hat, hatten wir fast 26 Millionen Besucher. Wobei aber selbst dieser Wert schon um etwa die Hälfte oder gut die Hälfte weniger ist als das Jahr davor. Also im Jahr 2019 hatten wir im ersten Halbjahr noch fast 54 Millionen Besucher. Wobei natürlich bei 2019 muss man dazu sagen, da war auch zum Beispiel ein Avengers Endgame mit über 5 Millionen Besucher mit drinnen. Und also wie gesagt, allein hat man da schon gesehen, von 19 auf 20 schon eine Halbierung, weil ja man sagen kann, die im letzten Jahr, also 2020, war ja im Prinzip nur von Januar, ich sage jetzt mal bis Mitte März, vielleicht Ende März noch, je nach Region, wo praktisch uneingeschränkter Kinobetrieb möglich war und dann kam ja eh schon der Lockdown. Also war praktisch April, Mai, Juni war ja sowieso schon nicht mehr möglich, also bis auf Autokino. Und halt jetzt, wie gesagt, durch diesen ganz oder diesen langen Lockdown, der ja eigentlich als Wellenbrecher nur bezeichnet worden war, hatten wir halt jetzt nur knapp 800.000 Besucher im ersten Halbjahr. Und das sind im Prinzip 97% nochmal weniger als das Jahr davor. Und auf den Umsatz gerechnet, ihr wisst ja, ich bin ein Freund von Zahlen. 2020 hatte man im ersten Halbjahr 220 Millionen Euro Kinoumsatz oder Kinokartenumsatz und jetzt 2021 waren es 6,4 Millionen an Umsätzen mit Kinotickets, also auch ein Rückgang um 97%. Und jetzt habe ich noch eine kleine Statistik, und zwar der Eintrittspreis pro Kinokarte, aber das ist halt ein Durchschnittswert. Der ist leicht gesunken, das ist sogar verwunderlich, von 8,48 € auf 8,24 €. Wie gesagt, ein Durchschnittswert, was man, wie gesagt, was man im Prinzip ausrechnet oder wo man halt sagt, okay, man rechnet jetzt einfach aus den Durchschnitt, um einfach auch festzustellen, wo oder was Kino in Deutschland kostet. Und genau, das, wie gesagt, waren jetzt so diese, sag ich mal, nackten Zahlen.
Und ja, wie gesagt, es ist natürlich verheerend, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber wie gesagt, wenn man es bedenkt, unter welchen Umständen, kann man es natürlich auch wieder einordnen. Und bleibt halt wirklich zu hoffen, dass es jetzt keine flächendeckenden Lockdown mehr gibt. Weil sonst wird es sicherlich zappendüster irgendwann ausschauen. Weil ich jetzt gerade noch, sag mit zappendüster, also eine Statistik hätte ich jetzt noch, ist aber jetzt dann die letzte, was Zahlen betrifft. Im ersten Halbjahr, also wie gesagt, bis 30. Juni, sind vier Kinounternehmen pleite gegangen. Das betra oder betrifft insgesamt 12 Spielstätte, also es das heißt 12 Orte oder 12 Häuser und insgesamt 34 Leinwände. Also im Prinzip eine Leinwand, kann man immer sagen, ist ein Kinosaal. Die sind jetzt praktisch im ersten Halbjahr dieses Jahres noch zusätzlich zu den bereits letztes Jahr verloren gegangenen Kapazitäten nochmal weniger. Also ist auch, wenn man es bedenkt, 34 Säle oder Leinwände, das ist schon eine beachtliche Zahl, was da jetzt nicht mehr verfügbar ist. Wobei man aber dazu sagen muss, die Befürchtung war ja, dass wir hier von dreistelligen oder von einer dreistelligen Leinwandverlust ausgegangen ist. Also da hat sich dann die Kinobranche oder haben sich die Kinos trotzdem, wie gesagt, Stand 30.06. Verhältnismäßig noch gut geschlagen. Das Einzige, was jetzt noch ist, es hat in dieser ganzen Zeit ein Kino noch neu aufgemacht mit 5 Sälen in Freising. Aber trotzdem ist es schon traurig, dass wir weiter Kinos verlieren oder verloren haben. Und es ist auch immer wieder jetzt zu hören, dass einige andere Kinos, die jetzt noch geschlossen sind, wo noch nicht offiziell der Stecker gezogen wurde, also dass die jetzt auch noch verloren gehen werden. Also da gibt es ein paar Kinos, die höchstwahrscheinlich nicht mehr öffnen werden, weil die jetzt nicht offen haben, glaube ich, werden auch nie wieder aufmachen. Und da bin ich dann mal gespannt auf die Jahresstatistik der FFA, die kommt dann nächstes Jahr im Februar. Da bin ich mal gespannt, was aufs komplette Jahr an Kinos verloren gegangen ist. Da bin ich auch gespannt, wo wir am Ende des Jahres mit den Umsatzzahlen liegen, wo wir auch mit den Besucherzahlen liegen werden. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie dann auch der Anteil ist an 3D, weil ich bin jetzt nicht der allergrößte 3D-Fan und es war ja auch in den letzten Jahren schon so, dass der 3D-Anteil eigentlich ziemlich rückläufig war. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, im Jahr 2013 zum Beispiel waren es fast, oder im Jahr 2017, da war es der höchste Anteil, da waren wir bei 23% der Filme oder der gelösten Karten mit 3D. Und also das sind fast ein Viertel der 2017 verkauften Karten waren für 3D-Vorstellungen, während der Anteil zum Beispiel 2019, also im letzten Jahr vor der Pandemie und trotz eines Avengers Endgame, nur noch bei knapp 17% lag. Also ein Rückgang von 6% innerhalb von 4 Jahren oder von 2 Jahren 6% verloren. Wie gesagt, 2020 mit dem halben oder mit dem Lockdown, kann man die Zahl nicht einordnen. Da war der Anteil bei knapp 7%. Wie gesagt, weil einfach die Blockbuster gefehlt haben. Also das ist wieder so ein Wert, den kann man jetzt nicht mit den anderen Jahren vergleichen. Und was halt noch immer ein interessanter Punkt ist, wo ich auch auf die Jahresauswertung gespannt bin, ist der Anteil der deutschen Filme am Gesamtumsatz oder an den Ticketverkäufen. Der war ja letztes Jahr, also 2020, wie gesagt, pandemiebedingt, bei über 34%, also mit der höchste Wert aller oder halt der letzten, sag mal, fast 30 Jahre. Aber wie gesagt, halt auch geschuldet
dass halt einfach aus Amerika nichts kam. Während halt so der Durchschnittswert natürlich ist ein sehr schwankender Wert ist. Wir hatten, wie gesagt, also zum Beispiel 2008 war der Anteil auch bei fast 34%, während er zum Beispiel 2017 bloß bei 18% war. Oder 2004 waren es bloß 13%. Also ein Wert, der in den letzten 20 Jahren, wie gesagt, zwischen 13 und 34% geschwankt hat. So die letzten 3-4 Jahre war er immer so im Bereich ja um die 22-23% mit einem Ausreißer 2017 mit 18%. Aber es sind halt immer so interessante Statistiken, wo man halt sieht, wie wichtig ist in Deutschland der deutsche Film und wie gesagt mit einem Viertel vom Markt oder vom Ticketverkauf hat er einen, finde ich eigentlich fast schon einen sehr geringen Wert. Meine mich zu erinnern, dass in Frankreich der französische Film, glaube ich, bei über 30% oder durchschnittlich bei über 30% liegt. Wie gesagt, da haben wir in Deutschland noch definitiv Nachholbedarf. Das liegt aber natürlich auch an der Qualität. Also ihr wisst ja alle, ich bin kein Fan von dem deutschen Blockbuster-Kino. Also sowas wie Das perfekte Geheimnis, das ist für mich einfach nur... das ist für mich keine Filmkunst, das ist einfach nur ein Graus. Das ist einfach ein Film oder eine Filminszenierung oder eine Art von Film, mit der ich nichts anfangen kann, weil die einfach überhaupt nicht intellektuell ist, weil die überhaupt nicht tiefgründig ist. Die kratzt nur an der Oberfläche, die ist einfach billigster Humor. Man macht sich auf Kosten Minderheiten lustig. Man hat immer dieses Überdramatisierte mit drin. Also das ist etwas, was ich, wie gesagt, ich wenig damit anfangen kann. Im deutschen Genre-Bereich, da haben wir so geile Sachen jetzt auch die letzten Tage oder letzten Wochen wieder gesehen. Also zum Beispiel Ich bin ein Mensch, ein richtig starker deutscher Genre-Film. Fabian oder Der Gang vor die Hunde, ein richtig starker deutscher Genre-Film. Jetzt, was nächste Woche kommt, Tides. Ein richtig starker Film aus deutscher Produktion. Also es gibt im deutschen Bereich schon richtig gute Filme, aber halt, da müsst ihr halt dann im Arthouse-Bereich gucken oder im Genre-Bereich. Und da könnte man definitiv oder muss man definitiv noch mehr machen, dass wir in diesem Bereich noch besser werden und dass vielleicht auch mal so ein Genre-Film mal eine größere Präsenz auf den Leinwänden bekommt, damit auch mehr Menschen dass auch mehr Menschen die Möglichkeit haben, den auch zu gucken. Weil natürlich viele dieser Genrefilme im Arthouse laufen oder im Arthouse-Kino und diese Arthouse-Kinos gibt es halt nicht in jeder Stadt. Also selbst ich muss über Kilometer fahren, wenn ich ins Arthouse-Kino möchte. Und deswegen tun sich halt viele Menschen nicht an, die natürlich teilweise auch noch weitere Anfahrtswege haben. Und da ist natürlich klar, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem großen Cinemax oder Cineplex, wo ich vielleicht bloß 10 Minuten habe, und einem Arthouse-Kino, wo ich eine halbe Stunde fahren muss, da fahren halt viele halt in den großen Palast und gucken sich halt die Blockbuster an. Aber das jetzt war nur am Rande. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich diese FFA-Statistik oder diese FFA-Auswertung natürlich auf der entsprechenden Homepage nachgucken. Die ist für jeden frei zugänglich, also müsst ihr jetzt nicht irgendwie Kinobetreiber sein, wobei natürlich die Kinobetreiber die Zahlen sowieso haben werden. Also wie gesagt, da könnt ihr euch die Zahlen gerne nochmal ins Detaillierte angucken, auch noch vielleicht den ein oder anderen Satz dazu nachlesen, was die dazu schreiben. Also ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die wichtigsten Zahlen mal rausgeschrieben, um euch einfach da so die Kernpunkte ein bisschen erzählen zu können. Und wie gesagt, was brandaktuell ist, habe ich jetzt das Thema für diese Woche gewählt. Wie gesagt, in Verbindung mit der Situation in Amerika, dass da uns eventuell ein Herbst bevorsteht, in dem wir vielleicht auf den ein oder anderen sehnlichst erwarteten Film verzichten müssen. Und wie gesagt, auch darum oder deshalb auch, wie gesagt, meine Bitte, wenn es jetzt wirklich kommen sollte und wir vielleicht einen Dune oder so nicht
sehen können, dann guckt euch, wie gesagt, die kleineren Sachen an. Da gibt es wirklich viel Gutes zu sehen. Und ihr müsst auch nur bei meine monatlichen Rankings gucken, wo teilweise die Blockbuster landen und wo die Arthouse-Filme landen. Also da ist schon so, dass im Bereich meiner Highlights ein recht hoher Anteil an Arthouse ist und im Bereich der Flops oder Enttäuschungen ein verhältnismäßig großer Anteil an Blockbuster-Kino. Ich glaube, das sagt schon alles. Wie gesagt, ist immer meine persönliche Empfindung, aber ich weiß, ich bin mit meiner Meinung nicht immer ganz alleine und von dem her glaube ich, ist das immer für euch ein guter Anhaltspunkt, abzuschätzen, wie gut ein Film im Endeffekt auch ist. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Neustarts der Woche, die dieses Mal recht umfangreich ausfallen. So, jetzt war kurz mein Mikro weg. Ich bitte das an dieser Stelle kurz zu entschuldigen. Wo waren wir genau? Wir waren bei den Neustarts der Woche. Wie gesagt, dieses Mal wieder recht umfangreich. Wir haben einmal Killers Bodyguard 2, den habe ich schon gesehen. Dann haben wir The Father mit Anthony Hopkins, der ja dafür den Oscar gewonnen hat. Da bin ich sehr drauf gespannt. Dann haben wir Reminiscence, die Erinnerung stirbt nie, mit Hugh Jackman, ein Science-Fiction-Thriller, der ja in Amerika gnadenlos gefloppt ist am Startwochenende. Dann haben wir Der Hochzeitsschneider von Athen, habe ich auch schon sehen können. Ein wirklich guter Film. Dann haben wir bereits erwähnten Sky Sharks, wo es ja wie gesagt diesen Konflikt mit Robert Hofmann gab. Das ist so ein deutsches Independent-Kino. Ich hoffe mal, dass der bei uns läuft. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, wenn er läuft. Dann haben wir auch den bereits erwähnten Tides, ein Science-Fiction-Drama. Dann haben wir einen Film, auf den ich mich sehr freue, Candyman. Das ist ein Horrorfilm. Dann haben wir in ausgewählten Kinos Der Virtuoso, auch mit Anthony Hopkins. Der soll aber extrem mies sein, was ich so aus ersten Kritiken rausgelesen habe. Bin ich mal gespannt, ob der überhaupt dann bei uns laufen wird. Dann haben wir Son of the South mit meiner Lieblingsdarstellerin Lucy Hale. Da hoffe ich wirklich sehr drauf, dass der bei uns läuft, weil ich sie endlich mal wieder im Kino sehen möchte. Dann haben wir das Drama Martin Eden, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann haben wir die Doku Die Rote Kapelle, den Animationsfilm Bigfoot Junior, ein tierisch verrückter Familientrip. Dann haben wir Coop, ist ein Drama. Und noch ein paar Dokus. Die Unbeugsamen. Die Mafia ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Now und zu guter Letzt die Doku Land oder Land. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Also wie gesagt, vollgepackter Kalender. Was jetzt also für mich diese Woche interessant ist, ist The Father, Reminiscence, Sky Sharks, Candyman, Son of the South und Martin Eden. Also wie gesagt, Killers Bodyguard 2 und Hochzeitsschneider und Tides habe ich ja schon gesehen. Die anderen versuche ich alle noch zu gucken. Plus Doch das Böse gibt es nicht und Unter den Sternen von Paris. Also habe ich eine vollgepackte Kinowoche und heute ist ja die erste Sneak der Woche, morgen ist die zweite Sneak der Woche. Da hoffe ich natürlich, dass vielleicht der ein oder andere Film diese Woche kommt, dass mein Wochenende ein bisschen entzerrt ist. Und wenn nicht, dann ist halt wieder wie letztes Wochenende ein 2-Tage-Kino durch die Bank. Also freue ich mich ja auch. Dann würde ich sagen, war es für diese Woche. Ist ja schon wieder fast eine Stunde. Nächste Woche könnte es durchaus sein, ja, müssten wir eigentlich fast, den Monatsrückblick, weil ja dann schon der September beginnt. Da ist dann auch der liebe Moritz dabei. Durchaus möglich, dass er dann seine Sommerpause jetzt dann beendet hat. Da
muss ich ihn aber nochmal fragen, aussieht, ob er jetzt dann wieder dauerhaft Lust hat. Oder er wird es euch einfach nächste Woche selber sagen. Also stellt euch mal darauf ein, dass der Monatsrückblick kommt. Außer es kommt irgendwas dazwischen, dann gibt es ihn halt erst in 14 Tagen. Aber ansonsten ist jetzt mal für nächste Woche der Rückblick geplant zum August mit Aussicht auf den September. Und das sind wir auf jeden Fall. Also ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, mit Moritz wieder hier podcasten zu können und auch mal seine Meinung zu hören, wie er die Filme sieht, die er gesehen hat. Also ob wir da wieder, wie beim letzten Mal, eine Liste oder unsere Listen da nicht parallel verlaufen. Dazu aber dann, wie gesagt, wenn es soweit ist, mehr. Dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Woche. Bleibt alle gesund. Und wie gesagt, auch wenn es jetzt strengere Regeln für den Kinobesuch gibt, geht trotzdem ins Kino, solange die möglich oder ich möchte es nicht verschreien, aber solange die Kinos noch flächendeckend offen haben, man sagt, man weiß ja nie, was kommt. In der deutschen Politik geht es ja von heute auf morgen immer ganz anders. Und von dem, aber wie gesagt, ich bleibe positiv, ich gehe davon aus, dass wir keinen Lockdown mehr haben. Aber trotzdem ab ins Kino und bis nächste Woche. Ciao, ciao.